Hexe am Rednerpult. Frau Präsidentin, liebe zahlreich erschienene Kolleginnen und Kollegen, das Landesplanungsgesetz bildet die Grundlage für die Verfahren bei der Erstellung und Änderung von Raumordnungsplänen. Und der Änderungsgesetzentwurf, der uns jetzt vorliegt, hat zum Ziel, diese Verfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen. Das ist zunächst einmal ein sehr lobenswertes Ziel, aber wie so oft ist halt gut gemeint nicht unbedingt gut gemacht. Wir reden heute nicht über die Inhalte von Raumordnungsplänen, auch nicht über die Inhalte der Fortschreibung des LLPs, auf dessen Entwurf wir schon seit Monaten warten. Ich hoffe, dass dann im Februar wir hier einen Entwurf bekommen, sondern es geht heute nur um zwei Fragen, nämlich zum einen: Sichert die jetzige Form des Landesplanungsgesetzes, die uns heute vorgelegt wird, noch eine intensive Beratung und Beteiligung der Verbände und der Bürger? Und zweitens, ist es sichergestellt, dass es keine willkürlichen Änderungen an den Raumordnungsplänen geben kann? Das ist insoweit wichtig, als Raumordnungspläne sehr starke Auswirkungen auf das räumliche Gesicht Bayerns haben. Und deshalb gilt hier, diese Verfahren müssen so schnell wie möglich, aber so gründlich wie nötig durchgeführt werden. Es kann nicht sein, dass schnell und schlampig gearbeitet wird. Ich komme zu zwei Punkten, in denen das Landesplanungsgesetz verändert werden soll. Das erste ist die Umstellung auf ein elektronisches Verfahren. Dem können wir vollumfänglich zustimmen. Ich hoffe nur, dass dann in den Kommunen nicht solche analogen Menschen sitzen wie ich, die alles ausdruckt, was schwierig zu lesen ist, weil dann hätten die Kommunen noch mehr Papieraufwand als jetzt. Zum Zweiten die Änderung im Beteiligungsverfahren. Hier wird es durchaus problematischer. Früher hieß es in dem Landesplanungsgesetz, der Entwurf ist mit angemessener Frist zur Stellungnahme bekannt zu geben. Heute steht nur noch drin, wer zu beteiligen ist. Und diese Stellen bekommen dann nur eben einen Link zu der jeweiligen Änderung im Internet. Das legt den Verdacht nahe, dass die Staatsregierung an den Stellungnahmen von Verbänden und Beteiligten nicht sehr interessiert ist. Das halten wir für falsch, denn es sind ja gerade zum Beispiel die Kommunen diejenigen, die bei Raumnutzungskonkurrenzen dann betroffen sind in der Praxis. Der zweite Punkt ist der Wegfall von erneuten Beteiligungsverfahren. Dr. Bernhard hat das schon angesprochen. Wenn keine neuen Beachtungspflichten entstehen oder alte verstärkt werden. Wir haben im Ausschuss lange diskutiert, dass wir der Meinung sind, es muss auch dann ein Beteiligungsverfahren geben, wenn Beachtungspflichten wegfallen. Das heißt, wenn zum Beispiel im Bereich des LEPs das Anbindegebot fällt oder dort ein Ziel wegfällt, auch dann muss es eine Beteiligung der entsprechenden Gremien geben. Und ich finde, die Konnotation unseres Staatssekretärs, der immer von Endlosschleifen redet, hier völlig verfehlt. Wären Änderungen in Endlosschleifen, hätten wir überhaupt kein gültiges LEP und keine anderen Regionalpläne in Gültigkeit. Es geht maximal um ein zweites Verfahren. Und wir sind der Meinung, hier geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Deswegen lehnen wir diesen Gesetzentwurf ab. Dem Antrag der Freien Wähler, wann ein Raumordnungsbericht vorzulegen ist, dem stimmen wir zu. Dankeschön. Herzlichen Dank.